Mai 2002. In Wehr, nahe der Schweizer Grenze, verschwinden eine Mutter und ihre Tochter. Kurz darauf wird das Auto der Vermissten in der Nähe des Rheins gefunden. Doch von Gabriele und Jacqueline H. fehlt weiterhin jede Spur. Auch die Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst hilft bei der Suche. XY-Experte und Journalist Ralf Döbele stammt selbst aus der Region, in der sich dieses Verbrechen abgespielt hat. Wir sind hier in der Gemeinde Wehr am Hochrhein. Hier lebte zu Beginn der 2000er Jahre die Familie H., der Vater Reinhold, die Mutter Gabriele und die Tochter Jacqueline. Es ist Donnerstag, der 9. Mai 2002. Familie H. unternimmt einen Spaziergang mit Verwandten. Bei genau diesem Ausflug wird die Familie das letzte Mal zusammen gesehen. Die Familie galt als recht gut situiert. Der Vater arbeitete als EDV-Fachmann, die Mutter arbeitete Teilzeit in der Altenpflege. Nach außen hin galt die Ehe als äußerst glücklich. Am 13. Mai 2002 meldet Reinhold H. seine Frau und seine Tochter bei der örtlichen Polizei als vermisst. Er sagt aus, sie seien bereits seit 4 Tagen verschwunden. Gegenüber der Polizei sagte Reinhold H., dass es bereits am Donnerstagabend zwischen ihm und seiner Frau zu Streit gekommen sei. Auch am nächsten Morgen sei noch dicke Luft zwischen den beiden gewesen. Er habe dann einen Friseurtermin wahrgenommen und als er davon zurück nach Hause kam, seien Mutter und Tochter verschwunden gewesen. Zur Polizei ging er dann allerdings erst am Montag. Die Polizei findet noch am selben Tag eine heiße Spur. Auf einem Parkplatz, nur wenige Kilometer vom Haus der Familie entfernt, wird das Auto von Gabriele H. entdeckt. Im Auto selbst wurden keinerlei Anzeichen auf ein Verbrechen oder auf einen Kampf gefunden. Die Kripo musste also weiterhin davon ausgehen, dass Gabriele H. mit ihrer Tochter Jacqueline eventuell ihr Zuhause auch aus freien Stücken verlassen hatte. Dennoch schließt die Polizei nicht aus, dass die 41-jährige Gabriele H. und ihre 11-jährige Tochter Jacqueline einem Unfall zum Opfer gefallen sind. Oder dass es sich sogar um einen erweiterten Selbstmord handelt. Taucher suchen in unmittelbarer Nähe den Rhein ab. Und trotz intensiver Bemühungen bleiben die Nachforschungen ohne Ergebnis. Die nächsten Monate über gab es weiterhin keine Spur von den beiden. Das änderte sich erst Anfang 2003, als bei Waldarbeiten unter einem schweren Stein die Papiere der Frau gefunden wurden. Auch die Bankkarten von Gabriele H. werden entdeckt. In den 9 Monaten seit ihrem Verschwinden ist das Konto der Frau allerdings unberührt geblieben. Im Mai 2003 meldete sich eine Frau bei der Kripo Waldshut, die recht glaubhaft versicherte, Gabriele und Jacqueline H. im Elsass gesehen zu haben, beim Einkaufen in einem großen Intermarché. Die Kripo Waldshut-Tiegen nahm diese Aussage sehr ernst. Die Kripo sieht das als Anhaltspunkt dafür, dass Mutter und Tochter doch noch am Leben sein könnten. Um mehr Menschen zu erreichen und weitere Hinweise zu bekommen, wenden sich die Beamten schließlich an die Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst. Besonders betont wird während der Ausstrahlung des Falls eine Zeugenaussage, laut der Gabriele und Jacqueline H. kurz nach ihrem Verschwinden an der Wehra-Mündung in Begleitung eines Motorradfahrers gesehen worden sind. Der Mann wird wie folgt beschrieben, 35 bis 45 Jahre alt, südländischer Typ. Er fuhr ein Motorrad mit dem Kennzeichen LÖ, also für den Kreis Lörrach. Herr Fässer. Doch trotz des Millionenpublikums während der Sendung gibt es keine hilfreichen Hinweise. Das Verschwinden von Mutter und Tochter bleibt bis zum Jahr 2005 ungeklärt. Und dann der Schock. Am 23. August 2005, mehr als 3 Jahre nach dem Verschwinden von Gabriele und Jacqueline H., wurden dann im Wiesental 2 weibliche Leichen gefunden, etwa 40 Kilometer von hier entfernt. Anhand eines Eherings und anhand einer Zahnspange konnten die beiden Leichen relativ schnell identifiziert werden. Es war klar, dass es sich um Gabriele und Jacqueline H. handelte. Und damit war dann auch endgültig klar, dass es die Kripo Waldshut mit einem Mordfall zu tun hatte. Gabriele und Jacqueline H. wurden vermutlich erschlagen, ihre Leichen im Wald vergraben. Wer könnte Mutter und Tochter umgebracht haben? Die Spuren am Fundort im Waldgebiet deuten in eine bestimmte Richtung. Die Leichen waren in mehrere Decken gewickelt. An diesen Decken fand die Kriminaltechnik Faserspuren, die darauf hindeuteten, dass sie aus dem Haushalt der Vermissten stammten.
Außerdem waren die Leichen auch in einen Teppich gewickelt. Dieser Teppich hatte mutmaßlich im Partykeller der Familie H. gelegen. Durch diese Erkenntnisse geriet Reinhold H. sehr schnell unmittelbar in Tatverdacht und wurde auch festgenommen. Die Polizei findet Hinweise darauf, dass die Ehe der Familie H. keineswegs so glücklich war, wie es nach außen hin schien. Doch Reinhold H. beteuert, nichts mit dem Verschwinden von Gabriele und Jacqueline zu tun zu haben. Die Polizei glaubt jedoch, dass er seine Frau und seine Tochter vermutlich noch am 9. Mai 2002 getötet hat und die Leichen anschließend in das Waldgebiet im Wiesental brachte. Doch wie erklärt sich dann, dass Gabriele und Jacqueline Monate später an einem Supermarkt auf der anderen Rheinseite im Elsass gesehen wurden? Die Polizei vermutet, dass sich die Zeugin schlicht getäuscht hat. So bleibt Reinhold H. weiterhin der Hauptverdächtige und landet schließlich auch vor Gericht. Im Februar 2006 beginnt der Prozess gegen den 49-Jährigen. Reinhold H. sieht sich dort dem Vorwurf ausgesetzt, in den ersten Tagen nach dem Verschwinden seiner Frau und seiner Tochter gar nicht nach ihnen gesucht zu haben. Im Verlauf des Prozesses wurde dann auch festgestellt, dass sich Reinhold H. am Wochenende mit einer anderen Frau getroffen hatte. Man kannte sich flüchtig. An diesem Wochenende war er mit ihr aber zum ersten Mal intim. Man traf sich mehrfach. Und erst am Montag danach ging Reinhold H. dann zur Polizei. Was ist in den verhängnisvollen Stunden im Haus von Familie H. in Wehr geschehen? Vor Gericht kann der genaue Tathergang nicht mehr eindeutig geklärt werden. Beim Prozess spricht insbesondere der Teppich, in den die Leichen eingewickelt waren, für die Schuld des Angeklagten. An ihm befanden sich Haare des Hundes der Familie. Der Teppich stammte somit eindeutig aus dem Haus von Familie H. Reinhold H. wird wegen Totschlags an seiner Frau und seiner Tochter im Frühjahr 2006 vom Landgericht Waldshut-Tiengen zu 12 Jahren Haft verurteilt. Verteidigung und Staatsanwaltschaft legen jedoch Revision ein. Das Verfahren wird nun an das Landgericht Freiburg überwiesen. Dort kam es dann zum zweiten Urteil. Reinhold H. wurde zu 10 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Eine erneute Revision folgte und 2010 fiel dann das letzte Urteil in diesem Verfahren. Während Reinhold H. weiter seine Unschuld beteuert, rekonstruiert das Gericht schließlich den wahrscheinlichsten Hergang der Tat. Im Verlauf des Prozesses wurde festgestellt, dass es am Donnerstagabend zwischen Reinhold und Gabriele H. zu einem heftigen Streit gekommen sein musste, in dessen Verlauf hatte Reinhold H. seine Frau erschlagen und danach tötete er seine Tochter, um dieses erste Verbrechen zu verdecken. Reinhold H. wird schließlich wegen Totschlags an seiner Frau und Mordes an seiner Tochter rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine besondere Schwere der Schuld wird nicht festgestellt, sodass der Mann nach 15 Jahren wieder freikommen könnte. Einige Ungereimtheiten während den Ermittlungen bleiben jedoch. So wurde der Leichenfundort nur unzureichend abgesucht. Ein Beweisstück wird dort erst Jahre später gefunden. Im Haus selbst, dem vermuteten Tatort, finden die Ermittler kein Blut. Und die Haare des Hundes der Familie auf dem ominösen Teppich bleiben nicht die einzigen. Und dann war da noch eine Haarspur, Haare einer unbekannten Person, die am Teppich gefunden wurden, in denen die Leichen eingewickelt waren. Das wurde dann so erklärt, dass diese Haare durch unsachgemäße Behandlung des Beweisstücks in der Gerichtsmedizin an den Teppich gelangt waren. Man kann also mit Fug und Recht sagen, dass die Ermittlungsbehörden sich in diesem Fall nicht immer mit Ruhm bekleckert haben. Das Verbrechen an Gabriele und Jacqueline H. Ein Fall, der die Gerichte jahrelang in Atem gehalten hat.